Wenn man ein typisches Postkartenmotiv für Bayern sucht, wird man gewiss hier fündig. Am Schliersee, inmitten der bayerischen Voralpen. Dort trifft man sie noch, die bekannten Klischees wie Berge, Seen, saftige Wiesen, die Kirche im Ortskern, die typische Architektur und das gepflegte Brauchtum. Ja, am Schliersee scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Und dies ist einer von vielen Gründen, warum die Sehnsüchte vieler Bundesbürger im Süden Bayerns in Erfüllung gehen. Die Sehnsucht nach Idylle, Natur, Gemütlichkeit und dieses Gefühl, daheim zu sein. In der rastlosen und zur Anonymität pubertierenden Gesellschaft ist die Region um den Schliersee sowie um den benachbarten Tegernsee der Gegenpol und zugleich auch Kraftplatz für geistig Hungernde und materiell Übersättigte. Die legendären See- und Waldfeste locken jeden Sommer Tausende von Touristen an, die das unverwechselbare Flair zwischen Dirndl, Lederhose und Steckerlfisch inhalieren und etwas von dieser Glückseligkeit mit nach Hause nehmen möchten. Man spürt den Stolz der Einwohner in jedem Schritt und Schlag auf die Trommel, in ihrer fast schon provokativen Entspannung und dieser beneidenswerten Gelassenheit. Ihrem Talent zu feiern, zu genießen und etwas hochnäsig zu sein. Bei uns ist es halt am schönsten. Und ja, man kann ihnen hier einfach nicht widersprechen. Manchmal möchte man die Fototapete abreißen und stellt dann doch fest, nein, das ist echt. Das ist wirklich alles echt. Im Mittelpunkt all dieser Ideale liegen die Seen und ihre Menschen, die mit und von ihnen leben. Wie hier der Schliersee am gleichnamigen Ort gelegen. Das smaragdgrüne Juwel hat es sich auf fast 800 Metern Höhe kuschelig gemacht. Besondere Ehre gebührt dem, der in dem ältesten und unbestritten auch schönsten Boot am See Fahrt aufnehmen darf. Lissi heißt das schwimmende Holzvehikel und wird seit über 60 Jahren von Nikolaus Gumberger über das Gewässer gesteuert. Auch Tourismuschef Matthias Schrön nutzt jede freie Minute, um mit den beiden Oldtimern über den See zu cruisen. Wir haben einen See, der zu fast 90% frei zugänglich ist. Das ist fast einzigartig in Bayern, wenn nicht sogar in Deutschland. Wir haben eine Insel in der Mitte drin, das ist die Insel Wörth. Auch hier haben wir eine Möglichkeit, dass man zum Baden gehen kann. Und Leute, die sich sogar vermählen wollen, haben da die Möglichkeit zu heiraten. Es gibt eine Hochzeitssuite auf der Insel. Was immer super schön ist bei uns, ist dieser Einklang Natur, aber auch dieses Authentische mit dabei zu haben. Ich fahre jetzt zum Beispiel in einem Holzboot mit Nick Gumberger. Das Holzboot ist 1957 gebaut, das ist authentisch. Mit einem wirklich alten Dieselmotor auch noch drin, den man hört. Und man kann dieses erleben. Wir haben auch uns auf den Weg mitgegeben, dass wir ein bayerisches Paradies sind. Und das wollen wir auch leben. Das wollen wir herzeigen mit den Menschen, die da sind. Und das wollen wir auch unsere Gäste näher bringen. Und das gelingt ihnen vortrefflich. Vor allem, wenn die Tiefenentspannung des Kapitäns, das sanfte Dahingleiten über das Wasser sowie das leichte Rauschen schon fast hypnotische Wirkung auf die Passagiere haben. Man hat eigentlich auch Ferien daheim bei uns. Und das ist schon was, wo man mit einer großen Demut auch anschauen darf. Und auch eine Dankbarkeit, dass für uns so ist, dass wir da sein dürfen, dass wir da leben dürfen, dass wir das mit unseren Gästen auch fröhlich teilen bei allen unseren Festen, die wir wirklich auch gern gemeinsam feiern. Egal, ob das ein Seefest am Schliersee ist, ein Bergseefest am Spitzingsee ist, ein Waldfest mit dem Skiclub, ein Pfingstfest mit dem Eisclub. Es ist einfach, wir feiern gern und wir feiern es auch miteinander. Und das gehört auch mit dazu, zur lebendigen Kultur, wo ich da wieder auf den Schluss komme, dass wir ein kleines bayerisches Paradies sind. Und das wollen wir leben und das wollen wir zeigen und wir leben es auch von Herzen gern. Wenn man das Paradies malen möchte, so könnte es aussehen. Obwohl die Region hauptsächlich vom Tourismus lebt und an Wochenenden von zahllosen Pilgern besucht wird, hat man es geschafft, sich nicht dem Kommerz zu ergeben, sondern vielmehr verstanden, die Identität zu bewahren. So sind am Schliersee alle öffentlichen Einrichtungen mit Herz und Verstand entwickelt worden. Um den See herum ist immer auch eine gewaltig schöne Sache, unser Parkstrandbad in Schliersee. Es hat Kultstatus, man kann super schön essen, man hat einen Spielplatz mit drin und man hat natürlich direkt am Schliersee auch unsere Vitalwelt Schliersee, wo, wenn es einmal wirklich nicht ganz so schön sein sollte, man alle Möglichkeiten der Sauna, alle Möglichkeiten des Badens mit drin hat und das auch beim Wetter, wenn es vielleicht einmal regnet, aber den Regen braucht man auch, weil sonst wäre es nicht so schön grün bei uns herin. Lissi kurft wieder zurück zur Anlegestelle und ein letzter Blick auf das Schmunzeln des Kapitäns bestätigt, dass der See glücklich, sehr glücklich macht.
Beim kurzen Spaziergang auf den Weinberg wird dieser Eindruck erneut bestätigt. Ja, diese Natur, diese Landschaft, diese Kultur machen verdammt glücklich. Hätte der Herr da oben im Himmel das nicht etwas gerechter in Deutschland verteilen können? Tja, vielleicht war der Draht der Schlierseer nach oben etwas digitaler. Aber die Bevölkerung ruht sich nicht auf ihrem Naturerbe aus, sondern entwickelt stets neue Projekte wie diesen Gemeinschaftsgarten, der von der Gemeinde angelegt wurde und auch ihrem Wohl dienen soll. Aus einer Wiese wurde eine liebevoll gestaltete blühende Gartenlandschaft mitten im Ortskern, die vom Gärtner täglich gepflegt wird. Unser Dorfanger ist letztes Jahr im Herbst entstanden. Wir haben da ein Beet mit ca. 40 Quadratmetern angelegt. Und damit auch die Kinder wirklich wieder wissen, es ist nicht nur ein Garten, wo Blumen drin wachsen, sondern es soll auch ein Garten sein, das man alles nutzen kann, das man essen kann. Und da haben wir eben einen kleinen Teil. Es kann sich auch jeder hier, wie hinten, das sehr beliebt ist, wenn die Leute kommen, die holen sich einfach dann immer wieder mal Erdbeeren. Und das andere Zeug wird Kartoffeln und so. Das kommt dann auch unseren Wirten zugute, die Pflanzen sponsern, die sogenannte Landküche. Und die kriegen dann einmal Kartoffeln, Zucchini oder auch irgendeine Salatpflanze. So erfüllt der Garten nicht nur kulinarische, sondern auch pädagogische Werte. Die Kinder lernen allerlei Wissenswertes über die Flora und obendrein schmeckt die auch noch erfrischend gut. Und der Gärtner sorgt dafür, dass der Hunger nach Wissen und leckeren Früchten immer gestillt wird. Neben dem Blumen- und Gemüsebeet hat man sogar noch einige prachtvolle Obstbäume gepflanzt, die natürlich in das pädagogische Konzept eingebettet sind. Die alten Bäume haben wir im Frühjahr so in einer Art Workshop mit den Gartenbauvereinen zugeschnitten, damit wir das wissen, was man früher, was jeder kannte, was der Opa und so gewusst hat, was leider verloren gegangen ist, wieder den Leuten vermittelt, dass die einen Baum wieder selber zuschneiden können. Es ist schon ein Haufen Obst da, auch an den neuen Bäumen ist schon Obst da. Mit dem Obst wollen wir dann im Herbst, wenn wir es ernten mit den Kindern von der Ganztagsschule, wollen wir mit dem nach Gotzing zur örtlichen Obstpresse des Kreisgartenbauvereins. Und da wird eben der Saft gepresst, was dann die Kinder in Mittagszeit in der Schule eben trinken können. Vom Gemeindegartenbau geht es mit der Gondel hinauf auf den Hausberg vom Ort, den Schliersberg. Ein beliebtes Ausflugsziel, denn nirgendwo sonst wird das Auge weiter über den See geführt als an der Bergstation. Oben angekommen kann man auf über 1200 Metern nicht nur den Ausblick, sondern auch bayerische Schmankerl genießen. Die Rückfahrt ins Tal ist übrigens auch mit der Rodelbahn möglich. Auch Rennrodlerin Nathalie Geißenberger saust schon mal zum Spaß die Sommerrodelbahn hinab. Im Tal besuchen wir mit ihr Christine Falken. Sie näht die offiziellen Schlierseer Dirndl. Auch für die Doppel-Olympiasiegerin, die damit auch Botschafterin für den Ort ist. Von der Gemeinde her, das so geplant war, dass man eben die Kleider in die weite Welt trägt. Und nachdem wir ja lauter Spitzensportlerinnen haben in Schliersee, funktioniert das eigentlich ganz gut. Sonst rast Nathalie Geißenberger auf den Kufen. Jetzt muss sie mal stillhalten und die Schere gewähren lassen. Haben wir jetzt vorne viereckig und hinten haben wir den Spitz dran. Ja, aber der Spitz, den finde ich cool, weil der kommt dann unten halt. Genau, der ja beim Schliersee Gewand auch typisch ist für das zwischengefasste Schüsschen. Das heißt, du hast das oben drin und unten. Ja. Dann würde ich fast sagen, dass wir hinten auch noch mal den Spitz machen. Christine Falken wurde von der Gemeinde beauftragt, ein offizielles Schlierseer Dirndl zu entwerfen und hat sich hierfür dann auch die Rechte schützen lassen. Brauchtum wird zur Marke, die Tracht zum Kommerz, die Sporthelden zum Werbeträger. Gut. Und dann bist du perfekt gewandet im nächsten Schlierseer Gewand. Aber Christine Falken schneidert nicht nur das Schlierseer Gewand, sondern zieht in ihrer kleinen Nähstube auch andere Stoffe unter die Maschine. Meine Dirndlgewänder ist es eigentlich so, dass ich sehr großen Wert auf gute Qualität lege, auf Naturmaterialien. Bei dem haben wir jetzt oben zum Beispiel das reine Leinen und haben unten reine Wolle. Ich bin also der Meinung, wenn schon ein
Wand maßgeschneidert wird, dann muss auch die Qualität stimmen. So spannt sie mit ihren Kreationen immer wieder den Bogen zwischen Tradition und Moderne. Ein Dirndl muss traditionell, aber auch stylisch und mal überraschend sein. Eine Kundin, die ist also ein bisschen wilder unterwegs. Die hat zum Beispiel ganz traditionelle Dirndl vom Schnitt her. Aber der Stoff ist zum Beispiel Stars and Stripes, Che Guevara draufgedruckt. Es gibt ein Totenkopfdirndl. Aber ich muss gestehen, zu der Kundin passt es perfekt. Und sogar die eingefleischten Schlierseher finden es schön. Das Totenkopfdirndl in der Idylle. Ist das der Stoff für den neuen Piratenfilm Der Fluch am Schliersee? Zieht sie auch hier die Fäden? Ich wollte also irgendwann mal ein besonderes Gewand machen. Und wir haben, wenn man den Sonnleitenweg bei uns kennt, eine Paradebank sozusagen, wo jedes Bild von Schliersee bei schönem Wetter geschossen wird mit einem Traumpanorama. Jeder Hiesige geht da wahnsinnig gern auf, schaut runter, sinniert über unser Wahnsinnspanorama. Und dann haben wir uns irgendwann mal gedacht, eigentlich sollte man das festhalten. Bild haben wir überzeichnen lassen von der Grafikerin. Und es ist auf unsere Schliersee Schürze gedruckt worden. Und um dem Ganzen nur ein Krönchen aufzusetzen, haben wir den Schliersee auch noch in einen winzigen Knopf bauen lassen, damit es unverwechselbar ist. Nein, doch kein Piratenfilm. Vielmehr wird das Motiv nicht nur zur Postkarte, sondern auch zur Schürze und letztlich zum Design. Einer, der in der Welt zu Hause, aber hier am Schliersee daheim ist, zeigt sich kulinarisch durchaus kreativ und fantasievoll. Andreas Essendorfer ist Weltenbummler, Geschichtenerzähler und Pesto-Papst. In seiner kleinen Speisemanufaktur konserviert er die Geschmäcker dieser Welt in Gläser. Doch dem nicht genug. Gläser werden schon seit Omas Zeiten mit allerlei Leckerem befüllt. Andreas erzählt zu jedem Glas auch noch die passende Geschichte. Sein Gläserkabinett ist ein kulinarisches Spiegelbild seines Lebens. Hier werden Tagebucheinträge und Erlebnisse in Kisten verpackt und verschickt. Mit jedem Glas geht nicht nur ein Geschmack, sondern auch ein Teil seines Lebens auf die Reise. Gemeinsam mit seinem jungen Team schneidet, häckselt und köchelt er immer wieder eine neue Geschichte oder Lebensweisheit in das Glas. Eigentlich heißt es ja, dass gegen Dummheit kein Kraut gewachsen sei. Andreas Essendorfer beweist das Gegenteil. Es gibt ein Kraut gegen diesen Zustand. Zum Kraut gegen Dummheit. Ist so entstanden, dass ich mir mal furchtbar über jemanden geärgert habe. Und dann ist mir durch den Kopf gegangen, dass ja gegen Dummheit kein Kraut nicht gewachsen ist. Gell? Und hat es wirklich so Schnitt gemacht in meinem Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Andreas, wenn du jetzt ein Kraut gegen Dummheit machen würdest, gell, dann wäre dieser Menschheit geholfen. Gell? Und ich könnte meinen Frust abfüllen und einen Deckel drauf machen und ein Etikett draufkleben und das demjenigen sozusagen überreichen. Gell? Aber ich habe noch ein bisschen Herausforderung gehabt, weil es sollte ja auch schmecken und es sollte natürlich auch helfen. Gell? Und dann Kraut, Kräuter habe ich mich hingesetzt und habe also fein kombiniert und habe 7 verschiedene Kräuter kombiniert und ein bisschen einen steirischen Creme mit dazu gegeben. Und ein richtig schönes grünes Pesto entstehen lassen mit Petersilie, mit Liebstöckel, mit Thai Basilikum, Thai Koriander, Salbei, Limonenblätter, Pfefferminze und Dill und im steirischen Grin dazu. Ja, und es ist ein herrliches Pesto entstanden. Ob das nicht nur schmeckt, sondern tatsächlich auch gegen Dummheit Wirkung zeigt, ist wissenschaftlich noch nicht erwiesen. Das Gegenteil jedoch auch nicht. Aber Andreas ist nicht nur der Dummheit, sondern auch Abenteuern begegnet. Und schaut man in sein Regal, so müssen es viele, sehr viele gewesen sein. Eine leckere und obendrein noch gesunde kulinarische Bibliothek, in die er seine Biografie verschlossen hat. Mit jedem Klack am Glas öffnet man ein neues Kapitel seines Lebens. Andreas nimmt einen mit auf seine Reise durch die Welt, die vor einiger Zeit in Afrika Station machte, wo er auch den Stoff für eine neue Geschichte und damit ein neues Glas fand. Ich durfte auf einer deutschen Farm in Namibia ein paar Tage verbringen und dort gab es die Marie Solange in der Küche im Haupthaus und die hat gekocht und gemacht und für alle da gewesen. Gell.
Und die machte uns abends immer einen Brotaufstrich. Wir haben uns letztendlich ausgetauscht in zwei Ursprachen. Das muss anscheinend Oberbayerisch und Afrikaans sein. Gell? Wir haben uns sehr gut verstanden und sie hat mir also mitgeteilt, dass eigentlich nur vegetarische Sachen, die auf der Farm entstehen oder wachsen, dort verarbeitet sind. Gell? Das sind getrocknete Tomaten und gegrillte Auberginen, Käse und Nüssen. Gell? Und so habe ich mir dieses Rezept aufgeschrieben. Da habe ich aber mit meiner Pesto-Welt hier noch gar nichts zu tun gehabt. Gell? Und sie hat mir aber damals mit dem Zeigefinger hat sie mir gedeutet und hat gesagt, Andreas, wenn du das irgendwann einmal verkaufen tust, dieses Glas, gell? Dann habe ich gedacht, ui, dann würde ich wahrscheinlich beteiligt sein. Nein, sie wollte nur, dass das Produkt oder dieses Rezept den Namen ihrer Heimat trägt. Gell? Ich bin dann wieder nach Namibia gekommen, mehrmals sogar, und habe diese Farm besucht und natürlich freudestrahlend auch dieses Glas präsentiert. Und sie war überglücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und durfte dann aber erfahren, dass es für dieses Rezept wirklich einen Namen gibt, einen sehr alten sogar. Und das heißt übersetzt roter Sand der Namib. Ja. Und ich darf es heute als Oase Namib hier in die Welt hinaustragen. Und ist eines unserer besten Produkte, die wir auf dem Tisch haben oder die wir draußen präsentieren dürfen. Und es ist eigentlich schon fast ein bisschen zur Marke geworden. Ja. In der Zwischenzeit wird die Weisheit ins Glas gefüllt. Möge das Kraut nicht nur schmecken, sondern zum Wohle aller auch wirken. Die Abfüllung gleicht einer kleinen Tempelprozession. Schließlich trägt ja auch der Glaube zum Gelingen bei. Bei uns ist alles noch Handarbeit. Vom Füllen, vom Verschließen der Gläser, vom Etikettieren der Gläser. Und dann kann unser Kraut gegen Dummheit auf die Reise gehen und seinen Auftrag bei der Menschheit erfüllen. Ja. So schaut das dann aus. Wir haben ja ein tolles Rezept dazu. Man muss jeden Tag einen Löffel nehmen, 3 Wochen lang. Gell? Und dann müssen wir eigentlich nochmal zur Einkontrolle kommen. Wenn es dann nicht angeschlagen hat, obwohl das Rezept wirklich sehr gut ist, gell? Dann können wir auch nicht mehr helfen. Dann braucht man aber nicht traurig sein. Dann kann man es auch für Spaghetti hernehmen oder für einen Kräuterquark oder in Salatdressing geben. Gell? So haben wir da alle kulinarisch zufriedengestellt und der Menschheit haben wir auch was Gutes getan, dass man ein bisschen weiser wird und mit einem Lächeln ins Gesicht vielleicht nicht so viel dumme Sachen auf. Eine von über 100 Sorten und der Mann ist noch jung und hat noch viel zu erzählen. Gleich gegenüber auf dem Genusscampus am Schliersee befindet sich die Whiskybrennerei. Whisky in den oberbayerischen Highlands. Ja, auch das gibt es. Nicht nur die Schotten, auch die Bayern können oder wollen zumindest Whisky brennen und haben dafür sogar einen Preis gewonnen. Wenngleich die Jury hauptsächlich von Engländern besetzt war. Egal, wer gewinnt, bloß kein Schotte. Und so ging die Trophäe nach Bayern. Nun ruht der Schatz in mächtigen Fässern und wird dem neugierigen Gast im Rahmen einer kleinen Tour stolz präsentiert. Hinter der Idee steckt Anton Stetter. Er war sicher, was Schotten und Amerikaner können, wird von uns noch veredelt. Der Bavarian Whisky war geboren. Ende der 90er Jahre ist mein Bruder von einer Schottlandreise zurückgekehrt. Und hat gesagt, Whisky, das können wir auch. Anders als in Schottland, wo gebrauchte Fässer benutzt werden, nehmen wir neue Fässer her, die wir hier in dieser Halle lagern, wo extreme Temperaturschwankungen sind, zwischen 5 Grad im Winter und 35 Grad im Sommer. In Verbindung mit neuen Fässern reift der Whisky hier sehr, sehr schnell, wird zu einem sehr, sehr milden Whisky und ist also in 3 bis 5 Jahren mit einer tollen Aromatik, mit einem tollen Reifegrad bereits ausgestattet. In Verbindung mit dem, dass die Fässer getoastet werden, das heißt, die werden innen angekokelt, gibt es also dann ganz tolle Vanille- und Bananenaromen, die noch in den Whisky mit reinkommen. Und ein neues Fass hat also viel mehr Abgabe von der Aromatik an den Whisky selber und reift dadurch natürlich sehr viel schneller das Ganze als mit einem gebrauchten Fass. Da beißt sich der Schotte in den Rock. Bier aus Bayern, nun gut, das geht in Ordnung, aber Whisky? Aber beides funktioniert. Und wie man sieht, auch ziemlich gut. Geht man mal davon aus, dass die Fässer auch alle voll sind. Tja, und am Ende war der Meister selbst von der internationalen Ehrung überrascht und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Ja, wir sind dann natürlich am Anfang in der Whisky-Welt angekommen. Und vor einigen Jahren war es ganz interessant, wir sind nach London gereist, haben an dem World Whisky Award teilgenommen. Und es war
ganz, ganz spannend für uns, weil wir als bayerische Whisky-Firma in London in einem altehrwürdigen Club angekommen sind, wo Whisky-Juroren da waren. Und wir haben auf Anhieb mit unserem Sherry-Fass-Finishing den European Whisky Award gewonnen. Und für uns war einfach wichtig, das ist ein Bavarian Single Malt. Das heißt, das ist keine Kopie von irgendwas, sondern das ist eine eigenständige Whisky-Gattung und mittlerweile Europa und weltweit anerkannt als eigenständige Art, Whisky zu machen. Da ist es wieder, dieses Mir san mir. Nicht nur im Fußball, nein, jetzt auch im Whisky. Aber dies ist eben eine weitere Facette am Schliersee oder Sliers, wie er auf Altgermanisch heißt. Es ist nicht nur die Natur, es sind vor allem die Menschen, die zum Charakter der Region beitragen. Tief verwurzelt, aber dennoch weltoffen. Ob beim Whisky, beim Pesto oder beidem zusammen. Andreas Essendorfer hat hier ein Nachbarschaftsrezept umgesetzt. Kraut trifft auf Whisky. Der mit dem Sliers tanzt, heißt diese hochprozentige Kreation, die auf Brot gestrichen, mit einem Schluck als Single Malt heruntergespült und aus der auch ein kleines Geschäftal gemacht wird. Das haben wir jetzt mit getrockneten Tomaten gemacht und einen Sesam haben wir geröstet. Aha. Und einen 12-jährigen Whisky und mit ein paar schönen Kräuter haben wir das abgestimmt. Und da trinken wir jetzt aber vorher einen Schluck, weil wir wissen, was danach kommt, oder? Prost. Ganz ein milder Whisky. Ja, das mag zusammenpassen. Doch. Aber das ist wirklich gut. Ja, fein abgestimmt, ja. Den Whisky untermalt, dann hat man das Wasseraroma wirklich. Dann passt es zusammen. Also wir müssen das immer miteinander verkaufen. Ja. Eins passt zum anderen und es schließt sich nichts gegenseitig aus. Das ist, glaube ich, ja, ich glaub, ganz entspannt für die Leute. Zwei hochwertige Produkte miteinander wirken. Sowohl, wenn Andi mit seinen Leuten Pestos zaubert, genauso wie Destillationskunst. Also das hat ja alles mit hochwertigen Nahrungs- und Genussmitteln da. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass die Leute wirklich nachvollziehen können, wer das macht und wo das gemacht wird. Und wir merken schon, dass das sie gegenseitig bereichert und dass die Leute eine Freude haben, wenn sie da sind und viel länger da bleiben, wie sie es eigentlich vorgehabt haben. Und genauso soll es sein. Ganz wichtig ist, dass du, bevor du das Produkt erwirbst, wirklich nachvollziehst, wie das gemacht wird. Ja? Und dann kaufst du das ja mit einem ganz anderen Enthusiasmus, als wie wenn du das glauben musst, was auf der Verpackung steht oder was dir der Verkäufer erzählt. Also bei uns kann das, genauso wie beim Andi, jeder nachvollziehen, dass das, was wir den Leuten versprechen, wir auch halten. So schaut's aus. Ja, wer könnte diesen Worten widersprechen? Es ist nicht nur die Idee, es ist diese fast schon unverschämte und verschmitzte Überzeugungskraft, die Engländer dazu bringt, die schottischen Highlands an den Schliersee zu verlegen und immer mehr Eltern ihren Kindern nicht mehr Nutella, sondern das Kraut gegen Dummheit aufs Brot zu schmieren. Andreas Essendorfer und Anton Stetter sind zwei lebende Beispiele, dass dies auch gelingen mag. So ist, so lebt und so fühlt man in Bayern. Und das sind drei Gründe, warum immer mehr hier nicht nur Urlaub machen, sondern auch wohnen wollen. Hier weitere Gründe und Argumente, gegen die mit absoluter Sicherheit kein Kraut gewachsen ist. Eindrücke, die für sich sprechen. Ein weiteres Kind dieser Region ist Petra Reindl und auch sie ist mit ihrer Heimat, aber vor allem mit der Natur, tief verwurzelt. Sie lebt nicht nur für die Natur, sondern arbeitet auch mit ihr. Also wir als Kinder haben es ja total schön gehabt hier in der Natur, einfach durch die Wiesen zum Laufen, was wir früher nicht so dürfen haben, weil wir haben erst dann laufen dürfen, wenn es gemäht waren. Aber es ist wunderbar, an diesem Fleck Erde aufgewachsen zu sein, wo man die Natur spürt, wenn man hier Urlaub macht, dass man wirklich mal merkt, was es bedeutet, so ein frisches Gras, die ganzen Kräuter, die ganze Kraft der Natur, wie viel Vitalität
wie viel Energie man aus dem schöpfen kann und wie wunderbar das ist, wenn man auch weiß, was man damit macht und es einem gelingt, so wie es uns gelingt, dass man es so verarbeiten, dass jeder mit nach Hause nehmen kann und dort genießen und einfach die Natur auf der Haut spürt. Von der Wiese auf die Haut lautet ihr Konzept und Motto. Die Kräuter nicht nur essen, sondern ihre wohltuende Wirkung auch spüren. Wie ein Winzer die Traube, so versucht Petra Reindl, Gräser und Kräuter schonend und nachhaltig zu verarbeiten, damit möglichst viel ihrer Essenz im Endprodukt bestehen bleibt. So riecht und fühlt man den Schliersee. Was wir aus der Wiesen alles machen können, das zeige ich jetzt. Von der Wiese direkt ins Labor. Denn hinter dem Wunsch, die Natur spürbar zu machen, steckt ein aufwendiger Prozess, den keine so gut erklären kann wie die Kräuterexpertin. Sie sehen jetzt hier unseren Großcontainer, den wir von unserer Zulieferfirma bekommen mit dem fertigen Heuextrakt. Das Heu ernten wir selbst von einem Bauern von uns in Fischbachau. Das Gras wird überwiegend im Frühling geerntet, da sind die meisten Inhaltsstoffe drinnen, wird dann getrocknet und kommt zu unserem Herstellungsbetrieb, der im Nachbarlandkreis sitzt. Das Gras wird dort extrahiert, 4-5 Tage mit Wasser eingeweicht, mit Alkohol versetzt, wird dann abgefüllt und in diesen Container zu uns geliefert. Also Sie sehen jetzt uns hier unseren Heuauszug, ist ein Wasser-Alkohol-Gemisch. Riecht leicht aromatisch. Er wird mit unseren anderen ätherischen Ölen, mit naturreinen ätherischen Ölen versetzt. Das Ganze wird dann kombiniert mit Heuauszug, mit unseren anderen Kräuterauszügen, mit unseren Emulsionsgrundlagen wie Sonnenblumenöl, Jojobaöl oder Nachtkerzenöl. Daraus werden dann unsere Sportpräparate hergestellt, die wir vor, während oder nach dem Sport benutzen können. Jetzt kann man sich mit Wiesen aus bayerischen Landen auch die Hände waschen. Ein Stück Schliersee in den Poren. Der Trend geht zurück zur Natur. Das ist nirgendwo so nachvollziehbar wie bei der Pflege der Haut. Unsere fertige Vierfachseife mit dem Heuauszug, den ätherischen Ölen, den wasseraktiven Substanzen, die wird jetzt kontrolliert und schaut, wird dann vom Labor aus freigegeben. Und währenddessen wird schon ein neuer Kessel befüllt und mit ausgesuchten Naturprodukten angerührt. Eine Philosophie, der man seit über 80 Jahren treu bleibt. Die Rohstoffe, die wir jetzt gerade zusammengestellt haben, nehme ich jetzt mit zur Waage. Wir verwiegen alles über einen Computer. Da sind die ganzen Rezepturen hinterlegt. Man kann die einzelnen Rohstoffe aufrufen und es wird einem dann genau angegeben, in welchen Mengen der Rohstoff verwendet werden kann. Wir haben hier eine Mensur. In diese Mensur wiege ich jetzt ein, die Menge, die Rezeptur vorgibt. Mit bewährten Rezepturen und Hightech geht es an die Umsetzung. Über die Jahre hat man hier in Hausham unweit des Schliersees immer wieder neue Möglichkeiten entwickelt, aus der Kraft und Vielfalt der Natur innovative Produkte zu kreieren. Und die Facetten der Rohstoffe eröffnen hierbei immer wieder neue Ideen. Unsere abgewogenen Rohstoffe werden dann in unseren Mischern zusammengemischt. Wir haben zwei Mischer, einen Mischer von 80 bis 100 Kilo, vor dem stehe ich gerade, und einen größeren Mischer für 300 bis 400 Kilo. Unsere Emulsionsgrundlage wird aufgeschmolzen und in die Abkühlphase kommen dann unsere ätherischen Öle mit den Extrakten, unter anderem unseren Heuauszug. Kommen die Öle, Seifen und Fluids aus den Behältern, werden sie noch abgefüllt und anschließend verpackt. So kann sich jeder ein Stück Schliersee und oberbayerische Natur auf die Haut reiben, massieren oder sprühen. Dem Team ist es daran gelegen, die Menschen fit und vital zu halten. Nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag oder in der Freizeit.
Wir bleiben am Tegernsee, der nicht nur größer als der Schliersee ist, sondern durch die direktere Anbindung zu München auch stärker von Touristen und Ausflüglern frequentiert wird. Wenngleich man auch hier kleine, fast einsame Buchten findet. Jeder Ort rund um den Tegernsee ist an das Schifffahrtsnetz angeschlossen. Die Boote bieten nicht nur die schnellsten Verbindungen von A nach B, sondern auch die angenehmsten. An Wochenenden verbringt man oft mehr Zeit im Stau als am See. Ganz günstig sind die Touren auf den Ausflugsschiffen jedoch nicht. Für einfache Fahrten kassiert der Leichtmatrose je nach Strecke zwischen 6 und 8 Euro. Scheint die Sonne, sind die stolzen Preise aber auch schnell im Sonnenbad vergessen. Ein absolutes Muss ist der Stopp bei der Anlegestelle Tegernseer Bräustüberl. Ursprünglich als Kloster errichtet, wurde es dann von den Wittelsbachern übernommen und zum Schloss um- und ausgebaut. Das Gebäude ist auch die Ruhestätte von Herzogin Ludovica, besser bekannt als die Mutter von Sissi, der berühmten österreichischen Kaiserin. Der Grund, warum die Besucher hierher strömen, ist weniger historisch, sondern vielmehr kulinarisch begründet. Unweit des Ufers erlebt man die typisch bayerische Wirtshauskultur. Das Bräustüberl ist das Ausflugslokal am See. Und an sonnigen Wochenenden findet man kaum einen Platz. Das liegt aber nicht nur an Speis und Trank, sondern auch an einem charmanten Wirtepaar, das es versteht, seine Gäste zu umsorgen und dieses typische bayerische Feeling zu zelebrieren. Peter Hubert ist seit 2003 Wirt im legendären Bräustüberl. Erfolg des Bräustüberls, denke ich, ist die Mischung aus unseren Gästen. Zu uns kommt Arm und Reich, sitzt der Rechtsanwalt neben dem Elektriker. Die vertragen sich, die kommen ins Gespräch. Es ist immer irgendwas, eine Atmosphäre, wo man auf der einen Seite ungezwungen ist und man leicht ins Gespräch kommt. Dazu kommt dann nicht unsere Küche, unsere einheimischen Gäste, unsere Stammtische, unsere langjährigen Bedienungen. Das ist eigentlich das, was das Bräustüberl ausmacht. Kurz gesagt, Beständigkeit, Gemütlichkeit und Gastfreundschaft. Und ja, natürlich auch ein frisch gezapftes, kühles Bier, wonach sich viele nach einem sonnigen Ausflug sehnen. So gehört der Besuch im Stüberl zum festen Programmteil für einen gelungenen und ereignisreichen Tag am Tegernsee. Der perfekte Tag am Tegernsee könnte nämlich in zwei Varianten starten. Nämlich in der Früh Weißwurstfrühstück im Bräustüberl, dann auf die Neureuth. Und dann den Tag danach ausklingen lassen oder umgekehrt. Sie machen eine Schifffahrt. Vorher ins Bräustüberl, nachher ins Bräustüberl. Also Sie sehen, Sie kommen früher oder später nicht um das Bräustüberl drumherum. Das Bräustüberl hat eine lange Geschichte hinter sich. Und trotz der damit verbundenen Tradition geht der Wirt neue Wege, um auch den Anschluss an nächste Generationen nicht zu verlieren. Wir schaffen es aber, glaube ich, den Bogen gut zu spannen zwischen diesem ganz modernen und unserer bodenständigen Küche, unserem über 334-jährigen Tradition, das zu schaffen, dass die Gäste es nicht merken. Also wir sind jetzt nicht ein amerikanisches Großunternehmen mit einem großen Facebook-Auftritt, sondern wir machen das sehr geschickt, mit sehr viel Fingerspitzengefühl, sodass das eigentlich für alle, auch die nachkommenden Generationen, so ist, dass die hier in das Bräustüberl mit einfließen. Einst tafelte hier der Adel und feierte große Bankette. Heute hat das Volk das Regiment und erlabt sich an bayerischen Genüssen wie Bier und Brotzeit und natürlich dem herrlichen Blick auf den See. Wir gehen wieder an Bord und setzen unsere kleine Tour rund um den Tegernsee fort. Es gibt einen weiteren sehr wichtigen Grund einzukehren und der liegt weit, sehr weit oben über dem See. Hoch über dem Ort Tegernsee thront der Lehberghof. Von dort hat man bei einer vorzüglichen Speisenauswahl den mit Abstand besten Blick auf den See. Heute wie damals ist es ein Privileg, hier übernachten, speisen, trinken und feiern zu dürfen. Ja, und in regelmäßigen Abständen werden die altehrwürdigen Mauern zur Chill-Out-Area und Partyzone. Der neue Betreiber Johannes Rabel möchte den Bogen zwischen gediegener Gastronomie und stylischem Ambiente spannen.
Das Haus gibt es ja schon seit über 150 Jahren. Es wurde eigentlich als Bauernhof gebaut der Mönche vom Kloster in Tegernsee. Es war ein sehr, sehr schwer zugängliches Gebiet damals, eine kleine Alm sozusagen. Und dann ist es über die Jahre oft verkauft worden und oft neu betrieben worden. Es wurde eine Gastronomie und ein Hotel mittlerweile. Und ich habe es jetzt vor 2 Monaten übernommen und bin praktisch so das letzte Rad in der Geschichte. Und ich versuche, die alte Tradition fortzuführen, aber auch hier und da ein paar neue Akzente zu setzen hier im Haus. Der See hat tolle Fische, die heimischen Berge bieten tolle Möglichkeiten zur Jagd und für Gemüse, Obst und so weiter. Da versuchen wir sehr, sehr viel mit hier ins kulinarische Angebot zu nehmen. Aber hier und da natürlich auch einen kleinen Ausflug zu machen. Die Gäste, die hierher kommen an den Lehwerkhof, die haben meistens alles gesehen, reisen in der ganzen Welt umher und kommen dann zu uns, um bodenständig zu essen. Das heißt, gute regionale bayerische Küche, aber in modernem Gewand serviert, das ist das, was wir tun wollen. Und das Konzept scheint aufzugehen. Nach einem fürstlichen Mahl wollen viele Gäste noch in der Sassa-Bar feiern oder einfach nur den Sonnenuntergang genießen. Die Sassa-Bar ist legendär. Wir haben hier vor vielen Jahrzehnten schon ganz, ganz große Partys gefeiert. Es wird mittlerweile noch immer gefeiert, jetzt ein bisschen anders. Wir machen jeden Sonntag zum Beispiel ein Sunday Sunset Event, wo wir die Leute aus dem Tal einladen zu sagen, ich lasse meine Sorgen unten am See und komm hier hoch und lass die Seele baumeln. Wir haben tolle DJs hier, international renommiert, die ganz entspannte Musik spielen. Dazu gibt es Tacos, Tapas, kleines Fingerfood, ein Gläschen Wein oder Champagner. Das heißt, man kann wirklich sich zurücklehnen und den Sonntagabend genießen. Also ein bisschen Ibiza-Feeling hoch über dem Tegernsee. Mit Lounge-Rhythmen und spritzig kühlen Weißweinen wird den Gästen warm ums Herz. Man lacht, plaudert, schwadroniert und lässt offensichtlich wirklich alle Sorgen weit unten im Tal. Früher war es beschwerlich und mühsam, den Lehberghof zu erreichen. Heute ist es absolut beschwinglich. Ich habe übers Ausschlussverfahren mich an den Tegernsee herangepirscht. Ich war in 12 Ländern auf 4 Kontinenten beruflich tätig, von Tibet bis zu den Bahamas, von Bali bis zu den Malediven. Und irgendwann habe ich die schönen Plätze gesehen und habe gesagt, jetzt gibt es eigentlich nur noch eins, das schöner sein kann, und das ist der Tegernsee. Und dann bin ich hier gestrandet. Und als Strandgut macht er seine Sache gut und möchte mit seiner Arbeit zudem Zeichen setzen. Er möchte nicht verwalten, sondern vielmehr gestalten und dem Ort seine persönliche Note verleihen. Ja, der Tegernsee im Allgemeinen, aber im Besonderen auch der Lehwerkhof, ist ein Diamant. Und ich möchte diesen Diamanten aufpolieren und weiterpolieren. Es ist ein tolles Haus mit großer, langer Geschichte. Aber es muss natürlich auch in die Zukunft transportiert werden. Das heißt, man muss sich jeden Tag neu erfinden. Man muss auch mal über den Tellerrand schauen und gucken, was die anderen machen. Und dann natürlich seinen Gästen ein Angebot liefern zu können, das besonders ist, aber trotzdem bodenständig bleibt. Und wenn wir das über eine längere Zeit hinweg schaffen, dann sind wir alle glücklich. Sicherlich spricht die Location für sich, aber auch das Essen und seine Zubereitung müssen dem Anlass und dem Anspruch der Gäste angepasst werden. Schnittchen mit Gürkchen wären hier nicht zielführend. Daher engagiert man auch Musikkenner wie DJ Jondal alias Martin Unger, der hier mit Space Sound für etwas Ibiza-Feeling in den Bergen sorgt. Unterschied zwischen all den Locations, wo ich aufgelegt habe, und dem Lehwerkhof: ein Panorama wie auf der Märklin-Eisenbahnlandschaft. Mitten in der Natur, besser geht's gar nicht. Das Schöne hier oben ist, dass die Menschen einfach auch mal entspannen können, aus dem Alltag sozusagen fliehen, aus der Großstadt, und das in einer Art Atmosphäre. Moment, jetzt muss ich gerade mal den Übergang. In einer Atmosphäre, die einfach auch zum Entspannen einlädt. Also das ist schon ein bisschen anders als das klischeebehaftete Ibiza, das ich kennengelernt habe schon vor über 20 Jahren. Wo ich auch meinen DJ-Namen adaptiert habe. Und jetzt bin ich dank meiner Agentur Top DJ München in meinen heimischen Gefilden, da ich ja in München lebe, arbeite ich mit Top DJ München zusammen und habe das Glück, dass auch hier in Bayern es Locations gibt, wo man Ibiza sozusagen nach Bayern transportieren kann. Und wenn man dann auch noch ein sehr entspanntes Publikum vorfindet wie hier, ja, was gibt es da Besseres? Nicht jeder Platz am Tegernsee hat es geschafft, Tradition zu wahren, ohne den Anschluss an die Zukunft zu verpassen.
Hier oben am Lehberghof hat man die nötigen Stellschrauben gedreht und einen Platz für alle Generationen, aber auch Lebensgefühle arrangiert und inszeniert. Ich sehe mich natürlich auch ein bisschen als der Brückenbauer, der Jongleur zwischen den verschiedenen Welten. Also ob das jetzt in New York ist oder in Zürich oder in Frankfurt. Einfach auch neue Klänge, nicht das alltägliche. Und ich denke, dass hier das Panorama einfach all die Voraussetzungen erfüllt, um dieses Feeling auch dann zu transportieren. Und die Menschen auch da, was das angeht, auch aufgeschlossen sind, einfach mal etwas anderes zu erleben. Und hier die kulinarischen Speisen, die hier gereicht werden, und der Wein mit der Musik, ich glaube, das ist insgesamt ein gutes Paket. Das Paket wird im Sommer jeden Sonntag neu geschnürt. Zurück am See, genauer gesagt in Bad Wiessee. Direkt am Ufer trifft man auf ein kleines Fischlokal, an dessen grünen Auen die feine Münchner Gesellschaft ihren Fisch mit Champagner und edlen Weinen in den Bauch spült. Hier tagt und verweilt die Dekadenz am Tegernsee. Ein Ort, um alle Klischees der Münchner Schickeria zu bedienen. Mit Champagner-Badewanne, Champagner-Sonnenschirmen, Champagner-Laune, ja und natürlich Champagner-Überfluss. Aber wie beim Champagner ist auch bei der Gesellschaft, die ihn hier trinkt, schnell mal die Luft raus. Authentischer dagegen geht es einige Schritte weiter, nahe dem Ortskern zu. Die Klassiker und Publikumslieblinge, die traditionellen Wald- und Seefeste, die von vielen Gemeinden und ihren Vereinen rund um den See veranstaltet und mit viel Herzblut durchgeführt werden. Von Juni bis in den August werden an fast allen Wochenenden die Fässer angezapft und die Grills befeuert. Hier zeigt sich das wahre Gesicht der Region. Steckerlfisch, Brathendl, ein süffiges Bier. Es ist dieses rustikale, über Jahrhunderte gewachsene Flair und Ambiente, die kraftstrotzende und knorrige Kultur, um die Bayern in der ganzen Welt beneidet wird. Bleibt zu hoffen, dass aus der bürgerlichen Bierseligkeit über die Jahre keine elitäre Champagnersause am Tegernsee wird.